Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Rebellion. Das haben wir meines Wissens nach noch nicht so ohne weiteres auf YouTube vorgefunden. Also ich jedenfalls habe es so spontan auf Deutsch hin nicht entdeckt. Ich möchte hiermit quasi das Star Wars Jahr einläuten. Es wird also eine Menge Star Wars Let's Plays geben bei mir jetzt dann in der nächsten Zeit. Ich fange jetzt mehr zufällig mit Rebellion an. Ich habe zwei andere Let's Plays bereits in der Mache, die sind aber noch nicht fertig. Und ihr kennt mich ja, ich produziere die Dinge immer ganz gern vor, bevor ich dann also irgendwie loslege. Genau. Ich möchte ganz gern um eine große Galaxie spielen und zwar auf Seiten des Imperiums. Ihr habt ja gerade den Vorspann schon gesehen. Das Schöne an Rebellion ist, wir haben hier keinerlei Missionen einzeln, sondern ich muss das selber ein bisschen unterteilen. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach vor mich hinquatschen und die Dinge aufnehmen und dann werde ich also an jeweils logischen Punkten versuchen, einen Bruch zu erreichen. Und dann werden wir das hoffentlich schon schaukeln, das Kind. Legen wir mal los. Ich bin IMP-22, ein militärischer Protokoll-Droid. Ach verdammt. Ist mein Assistent SDC. Beim ersten Starten darf man den Kerl nicht unterbrechen. Über den Status der Galaxis. Na gut. Wie Sie auf der galaktischen Informationsanzeige sehen können, herrscht Unruhe in der Galaxis. Wenngleich viele Systeme dem Imperium gegenüber weiterhin loyal sind, so hat doch die Vernichtung des Todessterns viele Systeme im Kern der Galaxis überzeugt, mit den Rebellen zu sympathisieren. Bislang konnten die imperialen Truppen die Ordnung auf einigen Systemen im Kern der Galaxis noch aufrechterhalten, die ansonsten längst zu den Rebellen übergelaufen wären. Am Rand der Galaxis gibt es noch viele Systeme, über die wir so gut wie nichts wissen. Solche Systeme werden gern von den Rebellen als Versteck benutzt, um von dort aus in der gesamten Galaxis Chaos zu verbreiten. Dies ist Coruscant, das Herz des Imperiums. Hier befindet sich auch der Palast des Imperators. Wir wissen, dass Fanatiker der Rebellen versuchen werden, Coruscant zu erobern. Auch den Rebellen ist klar, dass die Straße des Ruhms durch Coruscant führt. Wie dem auch sei, dank ihrer ausgezeichneten Führung wird dieses Vorhaben zum Scheitern verurteilt sein. Es liegen Informationen vor, die besagen, dass der Todesstern nahe dem vierten Mond von Yavin zerstört worden ist. Es gilt als gesichert, dass sich dort eine Basis der Rebellen ganz in der Nähe befindet. Die imperiale Flotte kann sich sofort auf den Weg machen und diese Basis zerstören. Der Geheimdienst ist sicher, dass die Rebellen angesichts der imperialen Übermacht sofort die Flucht ergreifen werden. Der imperiale Geheimdienst meldet, dass sich das Hauptquartier der Rebellen irgendwo am Rand der Galaxis befindet. Wenn es uns gelänge, es zu zerstören, so wäre dies ein schwerer Schlag für die Rebellion. Imperiale Streitkräfte sollten daher versuchen, das Nest dieses Ungeziefers aufzuspüren. Ach ja. Der Geheimdienst hat gesagt, dass die Rebellen in der Lage sind, ihr Hauptquartier von einem System in ein anderes zu verlegen, ganz wie es ihren Anführern beliebt. Die imperiale Flotte ist zurzeit unterwegs, um die Ordnung im Kern der Galaxis zu erhalten. Die Flotte der Rebellen ist seit der Schlacht von Yavin zerstreut. In jedem dieser Systeme befinden sich auch weitere imperiale Truppen, Jäger und Verteidigungsanlagen. Imperator befindet sich auf Coruscant. Lord Vader ist ebenfalls gerade dort angekommen. Der Geheimdienst ist der Meinung, dass die Anführer der Rebellen törichterweise planen, den Imperator und Lord Vader gefangen zu nehmen. Sie werden natürlich scheitern, denn das Imperium wird solch eine Wendung des Schicksals niemals zulassen. Um die Rebellion niederzuschlagen, muss sie zuerst ihrer Führerschaft beraubt werden. Die Anführerin der Rebellen ist Senatorin Mon Mothma. Sie hat sich wahrscheinlich in eine der Rebellenburgen verkrochen. Wir müssen sie gefangen nehmen.
Außerdem wünschen der Imperator und Lord Vader, dass Luke Skywalker gefangen genommen und zu ihnen gebracht wird. Gemeinsam werden sie den Rebellen dazu bringen, sich der dunklen Seite der Macht anzuschließen. Ende des Berichts. Endlich. Die imperialen Streitkräfte erwarten ihre Befehle. Darf ich einen Vorschlag machen? Komm, halt bloß die Klappe, Dummes. Eine Nachricht von Lord Vader. Mach mal erstmal wieder aus. Sie? Deine Ratschläge kannst du sonst wo hinschieben. So, ich habe ein gewisses Standardrezept, wie ich hier prinzipiell eigentlich immer vorgehe. Also zur Erläuterung: Man arbeitet hier sehr fensterorientiert. Das ist halt so. Jetzt ziehen wir erstmal alles ab und erstmal alles nach Coruscant, weil es ist ganz gerne so, dass die da versuchen anzugreifen. Was haben wir denn hier? Ui. Piet, sehr gut. Du kommst auch gleich mal darüber. Und da ist Neda, den kann man, meine ich, auch ausbilden. Nee, zum Diplomaten eignest du dich, glaube ich, nicht sonderlich, aber das ist halt dann einer von der Spionagetruppe. So. Wir verteilen jetzt erstmal unsere Truppen nach Coruscant. Wie Sie wünschen. Du rekrutierst mir mal noch ein paar Heinis. So. Und zwar konzentriere ich mich am Anfang immer sehr auf den Sesvenna-Sektor und sehe zu, dass ich den möglichst schnell unter Kontrolle bringe. Das wird dazu führen, sage ich ganz ehrlich, dass ich hier am Anfang solche Sektoren wie Sluis und andere verlieren werde. Das lässt sich einfach nicht verhindern. Da kann man jetzt, na, die müssen da bleiben. Behalten mal die Jäger auch noch. Wie gesagt, die können wir nach Hause schicken. Mit TIE-Jägern braucht man eigentlich nicht anzufangen. So, die setzen wir jetzt auch mal darüber. Wir sammeln diese Trümmer dann mal. Ah, sehr schön. Den könnte man dann bereits zum Jedi ausbilden. Allerdings wollte ich den eigentlich bei der Systemverteidigung nutzen oder eine Flotte kommandieren lassen. Na, mal gucken. So, hier drüben, diese Seite der Galaxis, überlasse ich den Rebellen komplett. Wir beginnen im Sesvenna-Sektor und arbeiten uns dann also über diese Randsektoren vorwärts und nehmen immer mal wieder einen der Kernsektoren mit. Sobald uns die Hälfte der Galaxis untertan ist, haben wir eigentlich schon gewonnen. Kerngefahr besteht eigentlich immer hier im Doloma-Sektor, denn von da aus ist es relativ leicht, nach Sesvenna vorzudringen. So, da haben wir noch Barnenotos und Brandei. Auch nicht schlecht. Kann man zumindest als Kommandeure noch benutzen, die Typen. Na, gehst du wohl daher. So, den lassen wir auch mal da, das Geschütz. Ja, sehr gut, Bin Isseda ist schon da. Super. Das ist ein wichtiger Diplomat. Den kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. So. Okay, ich glaube, ich habe jetzt alle Flotten zusammengesammelt. Noch nicht so ganz. So, dann haben wir jetzt hier gleich Verluste durch Schmuggler. Das ist halt dann so. Okay, wir haben hier eine Kaserne und eine Werft. Die schmeißen wir mal raus. Kostet uns bloß Ressourcen. Zur Erklärung, wie das Ressourcenmanagement in Rebellion funktioniert. Wir haben hier Rohstoffe. Das hier sind dann Industrieprodukte und das hier sind Instandhaltungspunkte. Jede Kombination aus einer Mine und einer Raffinerie bringt, ich glaube, 30 so Instandhaltungspunkte. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, die Ressourcenproduktion gar nicht in den Kern zu verlegen, wo sie ja gerne liegt, sondern tatsächlich in die Außenrandsektoren, wo ich also Ressourcen produziere und hier drinnen dann eigentlich nur noch, ja, mir sozusagen die notwendigen Inhalte schaffe. So, ich brauche jetzt hier, die reservieren wir uns mal gleich. Und dann bauen wir mal noch 3 Fabriken. Jetzt möchte ich auch mal verziehen. So, da kommt jetzt eine Menge Flottenkram an. Das habe ich noch gar nicht geguckt, wie es eigentlich hier aussieht. Jejo ist auch schon da, sehr gut. Der ist nämlich ebenfalls als Diplomat ganz gut geeignet. 82... passt das ganz gut. Fangen wir mal auf Corsin an.
lassen den Imperator mal Gorman. Wie ihr wünscht. Machen. So, das brauchen wir allerdings permanent. So, stellt sich halt die Frage, ich habe hier extrem viele Minen und Raffinerien. Die tue ich jetzt mal weg. Mit 5 Fabriken, glaube ich, kommen wir hier ganz gut hin, weil der Rest kann dann genutzt werden. So, Yagaminor ist normalerweise mein Lieblingsflottenstützpunkt. Es wird aber jetzt wohl diesmal auf Gorman rauslaufen. Avaram wird für die Kasernen reserviert. Und Uvena benutze ich dann für die zweite Großfabrikanlage. Der Rest kann als Minenplanet dienen. So, dann können wir mal ein bisschen vorangehen. Schön. Einer unserer Agenten hat sich gemeldet. Wie Sie wünschen. Das wird auch ein Agent in Richtung Spionage. So, hier ist jetzt bloß noch wieder. Die interessiert mich eigentlich gerade nicht. So. Wir haben die Meldung einer imperialen Flotte erhalten, dass sie ihren Ziel auch erreicht hat. Sie haben mich während dieser Mission nicht angemessen unterstützt. Die Mission ist fehlgeschlagen. Das ging ja schnell. Dinosauri, okay. Sehr schön. Eine Nachricht vom Imperator. Sie haben mich während dieser Mission nicht angemessen. Eine der imperialen Einheiten meldet ihre Ankunft am vorgesehenen Zielort. So, wir kriegen hier jetzt dann so schön langsam ein bisschen Übersicht. Ich sammle erstmal alle Truppen hier, damit ich rauskriege, was ich überhaupt habe. Und wir machen jetzt hier draus mal... Hoppla, da wollte ich gar nicht hin. So. Setzen wir mal die Coruscant-Flotte ein. Mal die noch hin, den auch. So, die Galeonen. Machen wir gleich eine separate Flotte draus. Könnte man eigentlich noch einen Victory-Zerstörer mitschicken? Weil die brauchen also vor allen Dingen Truppenregimenter dann. So, jetzt setzen wir die mal da runter. Das machen wir dann später, weil da kommen eigentlich bloß Armeeregimenter. Diese Flottenregimenter nutze ich eigentlich nie, wenn es irgendwie geht. So, Pier, wie war es denn bei dir? Ja, genau, du kannst auch als Diplomat dienen. Hab ich's mir doch gedacht. So, Avaram gehört uns ja, aber da kannst du noch mal ein bisschen üben. So, das sind jetzt auch alles erstmal bloß Teiljäger, das macht nichts. Ich muss halt zusehen, dass ich jetzt dann relativ rasch einen Flottenstützpunkt zusammenbringe. Schauen wir mal, was wir sonst noch so haben. Alles, was ich jetzt auflösen kann, was also Produktion ist, ist erstmal gut. So, Bemissari verlieren wir demnächst. Da bricht jetzt dann demnächst ein Aufstand aus. Da kann ich wenig gegen tun. Das ist halt so. Genau. Oh, dann lassen wir es mal weiterlaufen. Gerade ist eine Nachricht aus dem Produktionsbereich empfangen worden. Es ist dem Feind beigetreten. Da kommt jetzt dann demnächst eine ganze Menge so Zeug. Ganz ehrlich, das, da muss man jetzt mit rechnen. Das eine ist halt Nachricht so. Vom Imperator. So, jetzt brauche ich mal ganz kurz. Einer unserer Agenten hat sich gemeldet. Ah ja, hat man eh noch keine Schilde, das ist sowieso wichtig. 4 Schilde, 3 Geschütze, das müsste eigentlich reichen. Im Prinzip reichen sogar 2 Geschütze. Kann ich auf 5 Schilde hochstufen. Das passt. Oder wir lassen es bei 4 Schilden, das reicht eigentlich. Erfahrungsgemäß. Ich bin erfolgreich gewesen. Gute Sache. Eine der imperialen Einheiten meldet ihre Ankunft am vorgesehenen Zielort. So. Einer unserer Agenten hat sich gemeldet.
ich schreibe die ganz, also ich gebe denen immer ganz gerne Namen, dann fühle ich mich irgendwie wohler bei. Also das ist jetzt keine Pflicht, muss man nicht unbedingt tun, aber ich habe irgendwo eine Liste mit unendlich vielen Bezeichnungen für solche Schiffe, aber nennen wir sie mal so, das ist jetzt eigentlich auch wurscht. So. Auch das kommt jetzt erstmal alles nach Coruscant runter. Hier können wir mal noch da stationieren. So, jetzt ist halt die Frage, was schicke ich denn da mit? Weil ich schlage vor, wir nehmen tatsächlich die hier. Können wir jetzt 6 drücken, ich brauche aber 10. Also das heißt, da geht im Moment noch nichts. So, wie schaut es auf Avaram aus? Da haben wir so ein Ding, das ist natürlich Blödsinn. Und ich habe ja gesagt, auf Avaram mit 12 bauen wir die Kasernen auf. Die brauchen noch ein bisschen. Es scheint, als gäbe es schlechte Nachrichten. Es handelt sich um die Unterstützung für das Imperium. Also, es gibt so positive und weniger positive Nachrichten. Das ist ja schon mal schön. Mal gleich noch den Kram hier entfernen. So, Gorman Korsin ist fertig. Dann machst du einfach gleich mal da unten weiter. So, wie schaut's auf Korsin aus? Da haben wir im Moment, was haben wir hier an Plätzen? 11, naja, da brauchen wir gar nichts. Bisschen Bauplatz gewonnen. Bei Morra haben wir nichts, braucht auch nichts. Bortras passt. Uvena, wie gesagt, wird dann interessant. Suvren ist natürlich nochmal ein interessantes Ding. Aber eigentlich braucht es ja auch nichts, ganz ehrlich. Der soll mal lieber rein als Minenplanet dienen. Mit seinen 14. Mit der 14? Ja. So, wichtig ist, dass man bei den Instandhaltungspunkten niemals ins Minus gerät, weil sonst werden nämlich Einheiten vernichtet. Das ist überaus unangenehm. So, Chandrilla ist deswegen auch interessant, weil es die Heimat von Monoma ist. So, Avaram haben wir jetzt. Hier kommt jetzt umgekehrt die Raffinerie weg. Und diese Minen. Dann haben wir hier übrig. Serie 1, naja, wegen mir. So, hier gibt es jetzt theoretisch Leute, das ist aber natürlich nicht der Fall, in Wahrheit. Ne, dann müssen wir hierher gehen, genau. Ich meine, wir können jetzt mal Folgendes machen, wir können jetzt mal versuchen, hier die Gegend auszuspionieren, das dauert aber Wochen, bis die da ankommen. Aber dann kriege ich wenigstens raus, dass die nicht mehr da sind. Ich meine, mehr braucht der Mensch ja auch nicht. Tatsächlich ist mir dieser Sektor erstmal völlig egal. Den können sie ruhig haben. Das macht nichts. So. Du wirst jetzt hier vor Ort General. So, Griff, der ist technisch gesehen Novize. Führungsqualität 88. Können wir dich eigentlich als Commander kann man dich nicht einsetzen. Okay. Gerade ist eine Nachricht aus dem Produktionsbereich empfangen. So, der Bin Essedar ist ebenfalls ein wichtiger Diplomat. Aber den brauche ich dann vor allen Dingen in den unbekannten Regionen oben. Da verwende ich den dann auch. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt setzen wir mal die Nukri-Kommandos. Ne, die können wir mal noch da lassen. Die imperialen Kommandos, die setze ich jetzt mal nach Balmorra alle. Die bleibt mal hier. Den Spionagedruiden nach Korsin. So.
Das ist immer eine meiner Lieblingsstrafanstalten hier oben. Hier oder hier baue ich immer eine Strafanstalt auf. Das heißt, extrem viele Truppen, Schilde und Geschütze. Drumherum eine Flotte, in die dann irgendwann noch ein Todesstern integriert wird. Und da kommen dann sämtliche Gefangenen hin, weil da brechen die nicht aus. Beziehungsweise, wenn es ihnen gelingt, sei es ihnen auch gegönnt, weil das ist gar nicht so einfach, da rauszukommen. So, wie weit bist du? Du brauchst immer noch, nur von mir aus. Eine Nachricht vom Imperator. Meine Mission ist fehlgeschlagen. Sie haben mich während dieser Mission... Eine der imperialen Sie Einheiten während ihrer dieser Ankunft Mission am vorgesehenen Zielort. Ich bin erfolgreich gewesen. Eine Nachricht vom Imperator. So. Häufig hat Jager Minor 14 Einheiten, deswegen ist das eigentlich der bei mir immer so als Flottenstützpunkt bewusste Planet, aber ist eigentlich egal. So, dann kommen hier zwei Gencore hin. Okay, das können wir jetzt eigentlich erstmal so lassen. Jetzt kurz überlegt. Ja, eigentlich sind ja bloß noch die zwei hier. Chandrilla müsste man noch verbessern, Zwivrin müsste man noch verbessern. Also, gut, die tun erstmal nichts. Der Rest ist irgendwie beschäftigt, habe ich den Eindruck. Ja, dann lassen wir doch den Benissa da noch ein bisschen üben. Weil jedes Mal, wenn die eine Mission erfolgreich machen, verbessert sich ihr Wert in der Mission, die sie da nutzen. Deswegen, das lohnt sich durchaus. So, jetzt haben wir auch die Nori-Kommandos da. Korsin habe ich jetzt die Spiodroiden. Balmora war das dann, ne? Genau. Jetzt setzen wir die auch noch nach Balmora. Ich benutze die ehrlich gesagt nur ganz selten. Ich finde also, Vorgehen mit Attentaten ist jetzt nicht so optimal. Eine Nachricht von Lord Vader. Na endlich. Ich bin erfolgreich gewesen. Ich bin erfolgreich. Gerade ist ein Nachricht eingetroffen. Es geht um das Maß an Unterstützung für das Imperium. Sehr gut. Eine Nachricht vom Imperator. Was haben wir denn da? Die hat schon zwei Geschütze, da können wir auch noch eins entfernen. So. Einer unserer Agenten hat sich gemeldet. So, super. Auf Akritar wissen wir jetzt schon mal, dass es auf jeden Fall Bevölkerung gibt. Das ist immer blöd. So. Na, okay. Drehen wir es um. So. Im Moment 6 mitnehmen. Also da brauche ich dann noch mal welche. Aber die können wir dann eigentlich schon mal über Avaram gleich stationieren. Schaut's aus. Passt es bald? Gerade ist eine Nachricht aus dem Produktionsbereich empfangen worden. Eine Nachricht von Lord Vader. Eine Nachricht vom Imperator. So. Okay, der Imperator ist soweit fertig. Dann schicken wir den Soldat rein. Wie ihr wünscht. Kannst du hier eigentlich gleich wieder rekrutieren? Irgendeinen, der forschungsgeeignet ist, weil dann könnten wir hier schon mal die Anlagenforschung betreiben. Der schon mal nicht. Bandai. Ja,
Andreas kann Truppen designen. Der ist sowieso nicht. Riff. Auch nicht, okay. So. Rebring G ist dem Feind beigetreten. Wir können uns jetzt mal ganz kurz die etwas katastrophale Situation in den Außen- oder in diesen drüberen Sektoren hier angucken. Also ihr seht, da geht schon ganz schön dahin und in Wirklichkeit hier drüben auch schon. Da sind sie zwar noch nicht besonders verbreitet, aber das kommt hier bald. Vor allen Dingen, sobald es ihnen gelingt, Bemisari zum Aufstand anzustacheln, kippt der ganze Sektor. Das Schöne ist, dass Loyalität hier tatsächlich den Effekt hat, dass die Systeme, also die reagieren aufeinander innerhalb eines Sektors. Deswegen kann man sehr, sehr mächtige Flotten manchmal besonders effektiv zerschlagen, weil man vernichtet so eine große Rebellenflotte und das bringt einfach Loyalität fürs Imperium mit dem Ergebnis, dass man also eventuell den ganzen Sektor auf seine Seite zieht, ohne dass man das in irgendeiner Form diplomatisch unterstützen muss. So, der braucht noch ewig. So. Es scheint, als gäbe es schlechte Nachrichten. Es handelt sich um die Unterstützung für das Imperium. Ich bin auf meinen Thron zurückgekehrt. Leider kann man die Schilde nicht einfach wegbewegen.